Willkommen zu meinem ersten Let's Play. Ich bin ganz neu auf der Schiene hier, Let's Plays machen. Und ja, ich bin noch im Anfangsstadium. Das heißt, das erste Let's Play könnte nicht so gut laufen, aber das wird schon. Und ja, ich will euch heute das Spiel Outlast vorstellen. Das ist so ein Horrorspiel von 2013, war eins der besten, wie ich finde. Und das werde ich heute die ersten 20 bis 30 Minuten für euch testen. Und damit ihr einen Einblick in das Spiel bekommt. Und ja, und hat eigentlich auch eine ganz gute Grafik. Das Einzige, was mich so ein bisschen stört, ist dieser Kräuseleffekt, den man jetzt schon ein bisschen sieht, aber das ist ja nicht tragisch. Vielleicht muss es auch, aber ich mag es nicht so. Naja, okay, dann wollen wir mal starten. So, Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Vorliebe Geschichten auf den Grund gehst und die anderen Journalisten einen großen Bogen machen, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleibe so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Um das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Okay, das hört sich nicht so gut an. Dass man dann nur weglaufen kann und den Leuten selber nicht angreifen kann, ist natürlich ein bisschen blöd. Aber naja, mal gucken, wie es ist. So, wir fahren im Auto durch Waldgebiet. Da ist, glaube ich, die Nervenanstalt Mount Massive. Das Radio verschwindet auch schon. Ja, Mount Massive. Also. Okay. Die wird wichtig sein. Okay. Am 13. September 2013. Sie erkennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich warte 2 Wochen lang als Softwareberater für Einrichtungen von Murkoff Psychiatric System in Mount Massive tätig. Breche gerade alles mögliche Geheimverarbeitungen, aber echt zur Hölle mit dem Kern. Schreckliche Dinge gehen vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal an die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die tief geht und dass sie etwas gewonnen hätte, was sich im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff schaffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Alles klar, wir sind glaube ich ein Reporter, ein Journalist, der sich dafür bereit erklärt hat, die Anstalt zu filmen und ein Geheimnis aufzulüften. Aufzudecken. Okay, Infrarot. Das ist schon mal gut mit dem Infrarot. So. Ich würde sagen, los geht's. Ziele werden in CS-Block-Tabulator aktualisiert. Dort findest du Notizen in gesammelte Dokumente J. Das hatten wir noch nie. Notizen hatten wir noch nicht. Und das hatten wir gerade gelesen. Ja, okay. Dann hier sieht man hier diesen Kräuseleffekt irgendwie. Ja. Also, ich mag ihn generell nicht. Also ich weiß auch nicht. Naja. Okay. Gehen wir jetzt mal weiter. Linke Maustaste schnell zu öffnen. Halte linke Maustaste gedrückt. Bewege dich vorwärts. Okay.
Ah, man kann die langsam aufmachen, das ist cool. Dann wieder zumachen. Ja, tatsächlich. Riecht die Maus aus dem Camcorder? Okay. Okay, mit F geht das Infrarotlicht an. Ah, mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort mal anschaue. Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 vom Murkoff Psychiatric System unter dem Deckmantel eines Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeutische Profit als wohltätige Arbeit zu tarnen, aber niemals auf amerikanischen Boden. Was sie auch immer diesen Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Okay. Alles klar. Kommen wir mal hierher. Ich glaube, da stand gerade jemand im Fenster. Kann das sein? Ich glaube schon, ja. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg von hier. Okay, dann können wir auch. Vielleicht geht's hier rein. Ne, ist abgeschlossen. Okay, hier kommen wir nicht rein. Auch nicht so abgeschlossen. Gucken, ob wir durch den Haupteingang kommen. Kommen wir auch nicht. Nehmen wir mal die andere Seite. Gucken, ob wir da weiter kommen. Ist hier links zurückzuhalten, um in die Hocke zu gehen. Okay. So. Das ist eine Tür. Aufmachen. Zu. Das ist blöd. Ah, ich glaube, wir müssen da oben rein. Ja. Okay, so zoomt man. Okay. Gut zu wissen, glaube ich. Dann gehen wir mal hier den Parcours entlang. Also mich erinnert das echt an so einen Parcours irgendwie. Finde ich eigentlich ganz geil. Wenn wir jetzt hier hochkommen würden. Hallo? Ah, so. Okay. Vorsichtig her. Und dann gehen wir mal durch das Fenster. Gucken, was uns erwartet. Hoffentlich nichts Schlimmes. Na ja, klar, das Licht aus. Super. Ganz toll. Was mit der so. Gucken, was hier so. Also. Geiles Umfeld, muss ich sagen, mit diesem Infrarotlicht. Und da wird es schon wieder hell. Die Tür auf, langsam. Gucken wir mal um die Ecke. Okay, ist nichts. Okay. Ich hasse diese Stellen. Okay, einen Durchzug quengeln. Mhm. Ist hier was drin? Oh, eine Batterie. Die brauchen wir auf jeden Fall für den Camcorder. Falls der Akku schlapp wird, haben wir echt ein Problem. Ein großes Problem. Die gehen nämlich schneller, diese komischen Batterien. Also. Okay, was ist das hier? Dokumente, okay. Murkoff Psychiatric System. Okay, Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogentische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchiale Akku.
Akkumulation, Hämatokrit-Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen. Höchst besorgniserregend. MRI ergab arytyrische NRM-Zyklen. Lachen in NRM-Phase. Anmerkung: Billy erkundet sich auf den Status der Klage seiner Mutter gegen Murgriff und die Psychiatrie. Dies selbst deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Betreuung, er habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Traeger entdeckt. Anmerkung: Die einzige Person namens Traeger, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Traeger, ein Angestellter von RMD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff, Psychotätik, okay. Das war schon ein schwieriger Text. Aber naja, gucken. Ich glaube, ich war nicht der Einzige, der so scheiße gelesen hat von den Let's Playern. Aber mal gucken. Da ging schon mal die Tür zu, das ist kacke. Da gehe ich bestimmt noch nicht rein. Kann ich aber glaube gar nicht. Oder? Ja, zugeschlossen. Sack. Gut. Mal hier mal rein. Dreh. Gut. Müssen wir da hoch? Ja. Alles klar. Spinnenweben. Sehr gruselig. Für manche schon. Oh. Okay. Langsam. Ich glaube, da läuft hinten einer, oder? Ja, da läuft einer. Okay, jetzt gehen wir mal hier runter. Ich sehe ihn nämlich nicht mehr. Er ist wahrscheinlich irgendwo reingelaufen. Dann gehen wir mal hier rein. Boah, meine Fresse. Was war das? What the fuck? Eine Leiche. Ohne Kopf und ein Buch in der Hand. Boah, und du Scheiße. Hängt auch eine rum. Auch ohne Kopf. Auch gut. Dann mal weiter hier. Das Labyrinth irgendwie. Und boah, verdammt. They killed us. They caught out. The very irgendwas in der Brust stecken. Das war echt schon lange hier hängen eigentlich. Der noch lebt, ist echt ein Wunder. Köpfe. Ah, jetzt weiß ich mal, wo die ganzen Köpfe herkommen. Alles klar. Von den netten Leuten, die in der Decke gegangen haben. Vorsichtig auf, meine ich. Ah, oh, fucking. Boah, da war doch einer. Der müsste da reingegangen sein. Kann man hier irgendwo rein? Da ist ein Arm im Klo, alles klar. Das wollte ich jetzt nicht so genau wissen. Okay. Versuchen wir mal hier durchzugehen. Zu. Das war klar. Ich bin gerade reingegangen, glaube ich. Naja, dann gehen wir mal weiter hier. Sollen wir das hier durchquengeln? Little Fake. Scheiße. Aua! Okay. And who are you then? I see. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Okay.
Sollen wir eben was einstellen? Ich glaube, dieser Untertitel, der wäre echt hilfsam. Das Ganze in Englisch zu übersetzen, ist echt ein bisschen... Naja, blöd zu übersetzen jetzt. So. Oh, ich glaube, wir sind im nächsten Kapitel. Gut. Verlasse, flüchte aus dem Land. Okay. Habe ich gerade das Asylantenheim gesagt? Tut mir leid. Ich habe mich versprochen. Ja. Ach, eine Batterie. Das ist gut. Sehr gut. Ist ja auch nicht drin. Nur weiter. Gut. Also ein Computer. Kommen wir nicht rein. Rein. Schön, nur eine Toilette. Mit Blut und nichts da. Mal die andere Richtung. Ach, da kamen wir ja gerade her, stimmt ja. Jetzt, aha, hier. Noch Batterien hier. Irgendwo. Ich dachte gerade, hier kommt wer. Eine scheiß Pfütze hier. Aber die Spiegelung ist geil. Echt gut gemacht. Und vor allem die Fußabdrücke. Das ist irgendwie mega geil gemacht. Ja, okay. Das nur nebenbei. Alter. Gehe ich da jetzt vorbei? Machen tut er nichts. Ich glaube, der hat seine... Ich glaube, der hat gar kein Gehirn mehr oder so. Er checkt irgendwie nichts mehr. Mein Gott! In jeder Ecke sitzen hier lebende Leute und merken mich nicht mal. Merken mich nicht. Kann ich da jetzt einfach durchgehen? Hallo? 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 Oh Gott, das ist jetzt noch so ein Vieh auf dem Sofa, ey. Okay. Die machen anscheinend irgendwie nichts. Der ist tot, hoffe ich mal. Okay. Ah, okay. Eine Karte. Ich drücke linke Maustaste, um die Schlüsselkarte von dem Sicherheitsterminal zu nehmen. Mache ich doch gerne. Cool, jetzt habe ich schon mal die Schlüsselkarte. Es ist übrigens 8:45. Gut zu wissen. Tut zwar nichts zur Sache, aber... Sitzt da immer noch? Hm. Ah, hier komme ich nicht durch, glaube ich. Ne, schade. Dann gehe ich mal wieder zurück. Ich glaube, die ist für da hinten, diese eine Tür da. Wir machen jetzt nichts. Gehen wir mal weiter hier. Oh, meine Fresse! Boah! Alter Verwalter, ey. Junge. Alter, Gänsehaut. Scheiße. Ich will dir ja nicht wehtun, sonst tust mir ja gleich weh. Boah, Gott. Was ist das, ey? Alter Verwalter, ey. Also, hier gehe ich wieder zurück, ne? Mensch. Okay. Ja, auch ohne Kopf. Alle ohne Kopf. Ach, da hinten war ich ja noch gar nicht. Stimmt. Kommen wir hier rein?
Was war das? Du hast irgendeiner zermatscht gerade. Hoffe ich mal. Komm ich da jetzt rein? Mir ist zu, hä? Irgendwas vergessen. Aber kommt man da nicht durch? Warum ist man eigentlich? So. Komme ich auch nicht rein durch. Ist doch irgendwo. Boah, fuck. Da muss ich glaube her. Ich hasse das, weil er gesagt hat, nach hinten schauen. Dass man, wenn er läuft, nach hinten schauen kann. Naja. Im Moment ist hier keiner. Ah, hier ist ein Notizblock. Dann lege ich Maustaste. Drücke hier, was weiß ich, J. Sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund bevorstehenden und vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corporation erforderlich. Entschuldigung. Aufgrund der bevorstehenden und vollständigen Berichts sind keine sofortigen Maßnahmen seitens der Murkoff Corporation erforderlich. Das Profitpotenzial von Project Welder verbleibt unverändert hoch. Die vier Todesfälle erhalten ausreichend uneindeutige Daten, um das Gerichtsverfahren im Fall der korrekten Handhabung des Beispielmaterials zu unterbinden. Project Welder bleibt gefährlich und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit weiterer Verluste. Was die bereits Verzichtenden betrifft, so ist die familiäre sowie seitens der Regierung äußerte Interesse an den Patienten derartig gering, dass keine rechtlichen Maßnahmen zu erwarten sind. Die Gewalt unter den Patienten steigt. Je weiter sich die morphophobische Antriebstherapie der Produktion von Arbeitsmodellen nähert, doch eine Kombination aus chemischer und physischer Fixierung hat, sich als hinreichend effektiv erwiesen, um weitere Kontrolle und Profit zu machen. Also. Okay. Okay, kommt keiner. Hier auf. Ist zu, war klar. Ach, hier, ach, da kommt diese Schlüsselkarte rein, schätze ich. Tatsächlich. Ich höre Stimmen. Gehen wir mal rein. Silvia. Mal Tür wieder zu. Okay, irgendwo was. Ah. Verstecken. Können wir hier auch drin? Ich weiß jetzt nicht, wo man sich verstecken soll oder wann. Aber. Ach so. Ich glaube, dann muss ich mich verstecken. Ich drücke jetzt mal. Es gibt da irgendwas auf dem Computer ein. Security System. Assessing Security System. Oh fucking. Ja. Ich gehe jetzt mal lieber in den Schrank. Was passiert jetzt? Hallo? Da klopft er an der Tür. Der ist fett. Geh bloß weg. Alter, gut, dass ich mich nicht in einen anderen Schrank versteckt hätte. Dann weiß ich nicht, was dann passiert wäre. Ja. Boah, ich dachte, ihr geht zurück. Glück gehabt. Ich höre ihn immer noch. Ich warte hier lieber noch ein bisschen drin. Gucken, ob es gleich ändert. Ich glaube, jetzt ist die Luft rein. Gut. Aber ab hier beende ich mein erstes Let's Play. Und das zweite folgt dann morgen. Wie gesagt, ich muss erst wieder richtig reinkommen. Und
das Spiel richtig zu kommentieren. Ich weiß, es ist jetzt nicht so perfekt gewesen, aber für den Anfang, ich bin noch in der Übungsphase, ist das erstmal so okay. Ich weiß nicht, ob mein Mikrofon zu leise ist. Das ändert sich irgendwie immer. Ich habe mir jetzt schon ein neues bestellt, aber es ist halt... Ich bin halt nicht Gronkh oder Sarrazin oder sonst wer. Deswegen beende ich hier mein erstes Kapitel. Mache dann morgen weiter. Starten ja hier, das hat der Robo gerade gespeichert. Starten wir hier weiter. Und ja, wir sehen uns.